Hallo ihr Lieben, ja, heute wird wieder gekocht. Ja, was brauchen wir heute? Wir machen erstmal eine Selbstkreation. Ich nenne sie jetzt einfach mal Zucchini-Paprika-Pfanne mit Feta. Einfach mal eine Selbstkreation, das dürft ihr dann selber entscheiden, wie es euch schmeckt. Einfach nachkochen und probieren. Ja, ich habe jetzt erstmal alles, jetzt habe ich den Hänger. Was wir zuerst brauchen, als allererstes die ganzen Zutaten, das wären einmal ja die Zucchini, klar, ich habe jetzt hier ein bisschen eine größere. Dann logisch Paprika. Dann brauchen wir den, es heißt Feta, also ich habe jetzt hier keinen Feta, ich habe hier Weichkäse oder Hirtenkäse, wie er so schimpft. Ist kein richtiger Feta, aber ich denke, der reicht auch. Das ist halt günstiger. Dann brauchen wir Salami. Also eine Packung von diesem Weichkäse, so wie eine Packung Salami, 100 Gramm oder was auch immer hier da drin sind. 2 bis 3 Zwiebeln, genau weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Etwas Sauerkraut. 2 bis 4 Eier, muss ich auch mal gucken, wie wir da hinkommen. Und natürlich Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich bereite erstmal alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder. Ja, ich habe schon mal alles vorbereitet. Die Pfanne steht, bin mal gespannt, ob ich das heute hinbekomme, mit einer Hand alles zu machen. Ich muss das Fett heiß werden lassen. Da ist es. Das wird erstmal hier schön vorbereitet. Ansonsten, ja, was machen wir zuerst rein? Also, ich denke, dass wir als erstes noch mal gleich von Kini reinkippen. Wir haben zumindest einen Teil davon, dass die schön durch ist. Kann man ja schon mal so. Noch nicht heiß, klar, das dauert noch eine Weile. Ach komm, wir kippen da jetzt schon mal ordentlich rein. Und dann warten wir, ob wir alles heiß werden. Es wird schon alles noch ein bisschen kleiner hier. Jetzt fängt es auch an zu braten. Das jetzt hier, habe ich das auf volle Bulle hier. Ja, da wird gleich kommen, dauert manchmal ein bisschen. Aber man hört es jetzt schon, man hört es schon. Sehr schön. Da habe ich ein bisschen falsch geschnitten, jetzt haben wir es so. Wieso ist denn der Außenring ist doch mit an, oder nicht? Ja. Manchmal verstehe ich mein Herz nicht. So, wir lassen uns mal die Zucchini schön braten. Ich bin gleich. So, ich habe jetzt doch schon alles reingekippt, was da war von der Zucchini. Das, bei dem muss wirklich die Bauch halt am längsten. Das ist nun mal so. Aber bevor jetzt, wir kippen dann gleich als nächstes den Paprika rein, weil der ja auch ein bisschen länger braucht. Zack, ein bisschen mehr, das ist noch nicht alles so. Ich habe natürlich die Hälfte daneben, ich bin auch ein Held. So, brät es schon mal wunderbar. Also ich habe jetzt genommen 500 Gramm von der Zucchini und 3 Paprika, die ja halt da waren. Ich hätte mir dann doch irgendwann mal hier für die Küche so eine Halterung kaufen. Für die Kamera. Ja, das lassen wir erstmal eine Runde braten. Ich bin dann gleich. So, liebe Freunde, jetzt haben wir das schon ein bisschen glasig hinbekommen. Das sieht alles wunderbar aus. So ungefähr können wir das schon mal starten, dass wir jetzt die Salami mit reinmachen, weil die muss ja auch ein bisschen braten. Oder Kartenrauchwurst, also ich glaube, es war egal.
Kochen, was ist es jedenfalls? Was, wenn das jetzt so viel Flüssigkeit da unten ist, das kann passieren, weil ja viel Paprika und viel Sauté drin ist, also nicht mehr brät, dann einfach erstmal abkippen und die dann später wieder dazugeben. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich machen, das ist nicht das Problem. Also einfach die Flüssigkeit, jetzt geht's noch, aber wenn es mehr werden sollte, mal gucken, ob man das hier sieht. Ja, man sieht natürlich nichts, wenn alles beschlägt, da. Ja, toll. So. Also eben noch brät's. Sieht alles noch ganz gut aus hier. Mal jetzt hängt es da hinten, fängt es an zu kochen. Ich kann ja mal reinzoomen, vielleicht wird es besser. Da hinten sieht man es. Da kocht es schon fast nur noch. Also werde ich wahrscheinlich die Flüssigkeit, naja, erstmal abkippen. Dann bin ich gleich wieder da, Freunde. So, liebe Freunde, den Geräusch zu beurteilen, dreht es wieder. Ich habe die Flüssigkeit hier wunderbar abgefangen. Die schmeißen wir auch nicht weg, die kippen wir dann wieder ran. Das ist ein guter Geschmacksträger, also nicht alles immer gleich wegschmeißen. Das heben wir auf. Also wie gesagt, wenn es so ein bisschen zu viel sein soll, Flüssigkeit einfach abkippen. Und die brauchen wir dann wieder sowieso. Wir machen ja noch Ei dran, dann bindet das ja auch wieder. So, jetzt ist alles soweit durch, dass wir auch langsam die Zwiebeln mit ranpacken können, dass die auch noch ein bisschen mit anbraten hier. Zu einem gesunden farbigen, eine gesunde farbige Pfanne, das ist lecker. Das lassen wir erstmal einen kleinen Moment noch braten, ich bin dann gleich wieder da. So, liebe Freunde, jetzt sieht es gut aus, jetzt kommt der Feta noch mit dazu, dass er auch noch ein bisschen Röstaromen bekommt. Bis jetzt noch keine Würze dran, das hat auch einen Grund, wenn wir jetzt nämlich schon vorher gesalzt hätten, dann wäre alles schon total nass da drin, total wässrig, das wollten wir ja vermeiden. Deswegen noch nicht würzen, also erstmal abwarten mit der Würze. Das machen wir dann ziemlich zum Schluss, bevor die Eier rankommen. Schöner Kitzel, der Feta verläuft schon schön, wunderbar. Das bindet dann auch gleich nochmal schön, dass man hier mehr Bratmasse bekommt. Deswegen haben wir die Flüssigkeit auch nicht weggeschüttet, im Fall des Falles, wir brauchen sie noch. Da seht ihr wunderbar, wie das hier in der Pfanne vor sich hinläuft. Da freue ich mich schon drauf. So. Machen wir jetzt noch die ganze Flüssigkeit noch mit rein. Oh, das reicht echt. Nee, das gibt's. Naja. Das riecht jetzt überhaupt nicht schön hier. Naja, ich werde es überleben. Jetzt müssen wir den Käse noch schön zerlaufen lassen hier mit der Flüssigkeit. Alles wunderbar hier. Und jetzt fangen wir an zu würzen. Also wir machen Pfeffer ran. So, doch, naja, gut. Das zerläuft sich noch. Ein bisschen Paprika. Ich habe jetzt hier den edelsüßen Paprika. Da will irgendwie nichts mehr raus, doch Hitze. Wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch noch gern das ein bisschen mit, ja, hätte man vorher machen müssen, mit, na, sagt schon, mit, jetzt bin ich heute fertig, mit Tomatenmark anbraten. Das ist auch lecker, habe ich jetzt leider nicht da, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Knoblauchgranulat dazu. Ein wenig Muskat. Und eine Prise Zucker brauchen wir noch.
du eine Prise Zucker. Und das war's auf meinen Gewürzen. Der Rest kommt dann, wenn wir abschmecken. Aber ihr seht schon wunderbar, wie der Käse zerlaufen ist. Und richtig lecker. Man kann natürlich auch noch Kirschtomaten dran machen, je nachdem, wie man Lust hat. Hatte ich jetzt alles nicht im Haus, deswegen habe ich das mal so gemacht. Ja. Jetzt mache ich dafür noch Sauerkraut dran. Warum? Und einfach den Grund, dass wir ein bisschen Säure reinbekommen. Die ist nämlich überhaupt noch nicht vorhanden. So. Außerdem ist Sauerkraut sehr gesund und sehr verdauungsanregend. Und mal schauen, ob wir gleich noch was brauchen. Weiß ich jetzt nicht, aus dem sehe ich gerade. Nee, es reicht. Sonst hätten wir noch zurück was da gehabt. Aber sieht gut aus. Und wenn es alles schön vermengt ist, kommen die Eier rein. Und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Salz dran gemacht, den habe ich vergessen vorhin. Und jetzt packen wir die Eier dazu, dass das nochmal schön eine Bindung hier eingeht. Ich habe auch mal 4 Eier reingepackt. Es waren aber 4 kleine Eier, da müsst ihr halt schauen. Also man merkt es dann auch in der Bildung, ne, wie das dann wird. Das muss man halt immer sehen. Es soll schon so sein, dass so. Ich finde es jetzt hier noch ein bisschen zu flüssig. Mal schauen, ob es jetzt noch ein bisschen besser bindet. Ansonsten kommen noch mal 2 Eier ran, aber das sieht. Ne, da mache ich jetzt noch 2 Eier ran. Und dann sollte es auch gut sein. Machen wir jetzt mal auf die Schnelle hier. So, jetzt habe ich nochmal 2 Eier ran gemacht. Jetzt sollte die Bindung auch super kommen. Ja, jetzt wird es doch, jetzt sieht es doch gut aus, dass die Flüssigkeit mit rausgeht. So sieht es doch gut aus. Ein bisschen braten lassen noch. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Freunde, ich habe das Essen schon mal fertig. Ich hätte es mir jetzt auch schmecken lassen. Ich habe hier schon mal einen Löffel da. Und da ist auch schon der Teller. Da irgendwo da. Ja. Probiert es einfach mal aus und schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Bis denn. Tschüss.